Hey, ich ziehe mir gerade eine Pfote an und möchte mit euch reden. Wow, das war eine sehr gute Überleitung. Intro. Na, kennt ihr mich noch? Also, ich hoffe doch. Also, ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht nur in diesem Hörbuch verfolgt, was ja auch noch weitergeht, sondern habt mich auch so vermisst. Ich wollte immer mal wieder ein Video einstreuen. Und heute ist ein solcher Tag, an dem ich ein Video einstreue. Ein leider wichtiges, also ihr kennt vielleicht noch mal ein Video über die Zukunft. Zukunft! Die Zukunft ist da, fast zumindest. Ich ziehe in 1,5 Wochen weg. Gut, das war jetzt ja auch schon länger klar, dass ich wegziehe. Ich weiß jetzt auch, wohin. Und ich glaube, ich mache einigen Leuten damit eine Freude, wenn ich sage, ich ziehe nach NRW und ich ziehe in den Raum Köln, so plus minus, je nachdem, wo ich am Ende dann eine Wohnung kriege. Weil ich erst noch bei Freunden unterkomme. Deswegen, ja, also, ich werde NRWler. Ich weiß noch nicht so richtig, wie es wird. Wirklich nicht. Ich wollte nur dieses Video machen, weil das das letzte Mal ist, wieder mit diesem Hintergrund. Ich versuche, irgendwann dann auch eine Wohnung zu bekommen, wo ich meine Achebahnwand wieder aufhängen kann. Oder es war wirklich eine aufgehängte Wand, also, ich habe die nicht blau gestrichen. Und dann ist es fertig jetzt mit dem Kapitel hier, mit Müllheim, wo ich wohne. Der Ort heißt wirklich so, also nicht Mülheim, sondern Müllheim. Und ich ziehe nächste Woche Samstag weg. Das ist recht bald, habe ich so das Gefühl. Das ist auch so. Ich habe einen Job gefunden. Ich habe Freunde, die mich unterstützen. Ich habe einen Kiefer, der schief steht. Ich bin ganz, ganz euphorisch, weil ich jetzt gerade die letzten Tage in meiner aktuellen Firma habe, wo es, ich weiß nicht, ich stehe jeden Tag mit dem Gefühl auf, ja, läuft. Ich bin auch bald weg irgendwie und ich freue mich auf dieses neue Kapitel NRW. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich. Und ich habe einfach nie damit gerechnet, dass es dazu kommt. Und ich habe auch erst überlegt, okay, ich wollte eigentlich ins Saarland zurück. Daraus wurde nichts, weil die Firma, für die ich mich beworben habe, einfach nicht mit mir zusammengepasst hat. Und ja, deswegen. Ja, es ist halt so ein bisschen Abschied und das ist alles so sad und meine Wohnung ist gerade ein immenses Schlachtfeld, weil ich Umziehen so furchtbar finde, aber ich glaube, damit geht es euch nicht anders. Das wird ein ganz schönes Laber-Video. Ich freue mich, das gleich zu schneiden. Wollte aber auch nochmal kurz sagen, wie es jetzt weitergeht. Also ihr seht das hier. Das hier. Also die Bilder nehme ich schon mit, aber diesen Hintergrund so als solches. Die Wohnung, die Roomtour, alles, was ihr gesehen habt, auch Sketche. Die wird es so nicht mehr geben in dieser Wohnung, weil ich werde ja, in 1,5 Wochen bin ich weg. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ich in der Wohnung bei einem Freund bin, wird das mit Video drehen. Und wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin, wird es. Weiß ich noch nicht. Weil ich muss ja erst alles aufbauen, dann muss Zeug beschafft werden. Ich verkaufe meine Waschmaschine, weil die durch die Wohnung wandert und. Ich brauche eine neue und das kostet Geld und dann Zeit und. Also es wird ein ultra weirdes Kapitel meines Lebens, weil NRW. Ich ziehe wieder weit weg. Ich bin noch nie so weit weggezogen von meinem Elternhaus. Also, gut, Saarland NRW macht für mich jetzt nicht den Unterschied, außer 5 Stunden mit dem Auto oder 3 Stunden mit dem Auto. Aber ich komme noch nicht. Ich glaube, ihr merkt es, ich komme noch nicht drauf klar. Vielleicht merkt ihr auch, dass ich nicht mehr die Erfahrung habe vor der Kamera. Okay, nee, eigentlich habe ich sie schon. Ich labere nur Scheißdreck. Deswegen freut es mich auch, dass ich euch wiedersehe und dass ihr mich wiederseht. Und es gibt so viele Dinge, über die ich mit euch reden wollen würde in Videos. Aber A, ich brauchte eine Pause. Die bin ich ganz dankbar, gerade noch nehmen zu können. Und auch dankbar an Snooki, dass er mir die Videos schneidet, die Hörbücher. Das heißt A, Pause, B, Umzug, C, neuer Job. Der zweite Umzug von einem Freund in die eigene Wohnung dann hoffentlich. Und dann pendelt er sich langsam ein. Also hoffe ich. Aber es ist doof. Man nimmt hier von allem Abschied. Von diesem Regal und diesen Würfelhuskies und der Pflanze. Ja, nee, ich nehme hier alles mit. Aber es ist halt. Ich war mit der Wohnung hier, glaube ich, das habt ihr auch gemerkt, eh nicht glücklich. Ich habe mein Video über Heimat gemacht. Ich war einfach auch hier nicht glücklich. Und ich bin einfach mal gespannt, wohin mich die Reise führt. Bin gespannt, diesen Weg mit euch zu gehen. Ihr könnt ja schon seit über 5 Jahren verfolgen, wo es mich immer wieder hin verschlägt. Ihr habt meine Wohnung, ihr habt mein Elternhaus damals vielleicht mitbekommen, 2015. Dann bin ich in meine Wohnung nach Emmendingen gezogen, mit dem Vermieter, über den ich lieber nicht sprechen möchte. Von dort aus nach Saarbrücken zu Cody.
Von dort aus, also da war ich dann auch 3,5 Jahre, von dort aus zu meiner Mutter zurück, also zu meinem Elternhaus, von dort aus hierhin, von dort aus zu einem Freund und von dort aus in meine hoffentlich sehr lange bleibende eigene Wohnung. 7 verschiedene Locations, wo ich gelebt habe. Uff. Und damit möchte ich das Video auch langsam zum Abschluss bringen. Wünscht mir Glück, tut euch einen Gefallen, also auch mir. Wenn ihr was schicken wollt, an noch ist meine Paketfachadresse die alte in der Beschreibung. Schickt bitte nichts hin. Ich ändere das noch, wenn ich weiß, wo ich später leben werde. Ich habe noch keine Zeit, das jetzt zu löschen bei allen Videos und dann nochmal hinzuzufügen bei allen Videos. Deswegen, ja, ich wünsche euch was und auf dass wir uns wiedersehen, wenn mein Leben nochmal ganz andere Bahnen läuft. Und ich freue mich trotzdem. Das Video übrigens, das muss ich noch sagen, ist eingeschoben. Es kommt noch ein Hörbuch, weil ihr habt die letzten 2-3 Wochen verspätete Videos bekommen. Das hier ist ein Sondervideo. Hörbuch bekommt ihr am Wochenende oder Anfang nächste Woche. Deswegen, ich wünsche euch was. Macht's gut, Freunde. Bleibt flauschig. Ciao.